Freunde, es geht weiter mit einer eisigen Folge von Kona. In der letzten Folge haben wir natürlich ein weiteres Opfer gefunden, was einfach so eingefroren wurde. Und ich bin immer noch am Rätseln, was das Ganze eigentlich soll. So wirklich erklären kann ich mir das nicht. Aber wir werden wahrscheinlich schon irgendwann mal auf die Spur kommen. Was da jetzt, ja, wer es dahinter ist. Ob es wirklich die Aliens sind, wie wir ja schon mal gesehen haben. So, okay, das dauert noch ein bisschen. Gut, 732 war auf jeden Fall, 732 sag ich schon, 739 meine ich, war es, der letzte Code, den wir gefunden haben. Taschenlampe. Ah, ich finde die Wettereffekte richtig cool gemacht. Gefällt mir, auch mit den Fußspuren hier, wenn man sich hier so bewegt, ob die jetzt tiefer sind oder... Oh, jetzt verschwinden die aber hier. Okay. Naja, gut, egal. Soweit haben wir es zum Glück nicht mehr zu Fuß. Hier ist der Zaun, dann müsste es gleich nach links gehen. Und dann sind wir schon fast da. Ah, wenn der nicht immer müde werden würde, der gute Mann. Der Karl. So, vielleicht ist irgendwas noch im Briefkasten drin. Da habe ich nämlich auch immer die Befürchtnis, dass da noch vielleicht irgendwas drinsteckt oder so. Hier scheint es... Oh, ja. Ein weiterer Brief. Tatsächlich. So. Auto steht da hinten auf jeden Fall. Brief an Jill. Kompromittierung. Dokument. Was auch immer das heißt, ne? Das habe ich in der letzten Folge auch schon nicht verstanden. An Jill Lachance in Südmaniston. Sehr geehrter Mr. Lachance, wir haben Ihre Beschwerde über den Einsturz einer Naturhöhle auf Ihrem Grundstück sorgfältig untersucht. Aufgrund des Umstandes, dass kein tatsächlicher Sach- und Personenschaden vorliegt, können wir die Untersuchung jedoch nicht fortsetzen. Die Naturhöhle kann nicht als Privateigentum gelten. Darüber hinaus sind Ihre Forderungen hinsichtlich des Landrutsches, der sich bei den Arbeiten in der neuen Mine von hier DB Inclusive ereignet hat, nicht nachzuvollziehen, da sich die Mine mehrere Meilen von ihrem Grundstück entfernt befindet. Zudem sollten sie ihr Grundstück auf jeden Fall ausreichend sichern, denn sollte es aufgrund des steilen Geländes zu Personenschäden kommen, würden sie dafür haften. Das kommt davon, wenn man schlafende Hunde weckt. Das klingt ja irgendwie komisch, ne? Wow, ich dachte mir jetzt, stellt mal vor, das wäre jetzt hier so irgend so ein krasses Gesicht auf einmal davor. Man liest die Scheiße und dann auf einmal ist irgendwie so voll das schreckliche Gesicht vor einem und erschreckt einen. Das wäre natürlich ein heftig geiler Jumpscare für so ein Spiel. Aber nein, das Spiel ist relativ chillig. Guck mal hier, haben wir nochmal so ein... Ah, wir haben schon wieder so ein Fall, ne? Schauen wir mal drauf. Kann jetzt nicht wirklich was erkennen. Ah, habe ich das Bild jetzt behalten? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir mal jetzt gucken, dass wir jetzt hier den Safe knacken. Das ist jetzt Priorität Nummer 1. Aufwärmen ist auch ganz gut. So. Okay, ich gucke nochmal am besten vorsichtshalber in meine Notizen. Beziehungsweise in die Dokumente. Hier haben wir nämlich hier... Ja, wo ist das Ding? Hier, Kette. Können wir die auch irgendwie drehen? Da ist leider kein Buchstabe. 739 auf jeden Fall. Vielleicht G739. Wir werden jetzt einfach alle Buchstaben ausprobieren. G für Jill. Dann bestätigen wir mal. 7. 3. 9. Ist das Ding auf? Nö. Okay. Dann haben wir jetzt hier L für Lachance. Hier gibt es gar kein L. Okay. Es gibt kein L hier. Wow. Puh, das ist krass. Fangen wir mit H an. 7. 3. 9. H geht auch nicht. Okay, nächster Buchstabe. Ach man, ich bin wahrscheinlich einfach zu blöd, das zu erkennen, was wirklich dahin muss. Wir probieren hier echt alles aus. I funktioniert auch nicht. Okay, nächster. J. Warum sind wir eigentlich so nah dran mit dem Gesicht? Ich sehe die Buchstaben eigentlich gar nicht. Das ist komisch. J739 funktioniert auch nicht. Okay. A. 7. 3. 9. A739 funktioniert auch nicht. Okay. Oh, jetzt sind wir auf einmal weiter tiefer. So, B. 7. 3. 9. B739, okay. Warum auch immer B? Keine Ahnung. So, bücken wir uns mal, nehmen wir das Dokument mal an uns.
William Hamilton ist ein Gauner. Er presst jeden hier im Dorf, mich eingeschlossen, wie der berüchtigte Sherapin Podier. In diesem Dokument sind Beweise für alle Bestechungszahlungen von Hamilton an offizielle Behörden enthalten, mit denen er sich seine verdammte Mine unter den Nagel gerissen hat. Die Tatsache, dass er mit seinen Schergen Angst und Schrecken hier im Dorf verbreitet, mag das Gericht in Montreal nicht überzeugen, aber dass er Regierungsmitglieder bestochen hat, wird mit Sicherheit ausreichen. Ich kann mir schon ausmalen, wie sich das Ganze auf den Titelseiten ausmachen wird. Die Fremden sind alle gleich. Wir werden siegen. Geschrieben mit anderer Tinte, okay? Hamilton ist nicht nur ein Gauner, er ist auch ein Mörder. Ich nehme ihm seine Reue nicht weg, nicht ab. Ich glaube fest daran, dass er für sein Verbrechen bezahlen wird. Ich glaube nicht an die Magie der Indianer, aber ich glaube an die Rache. Okay, das war it. Mehr haben wir hier nicht. Umblättern können wir nicht. Okay, der ist ja ziemlich überzeugt von seinen Taten hier. Warum denn B? Ist hier irgendwas B-mäßiges? Ich weiß es nicht. Oh Mann. Aber eigentlich ist Hamilton der Einzige, der nicht eingefroren wurde, ne? Das muss man auch jetzt leider feststellen. Na, Tür. Hau mir die Nase kaputt. Das ist auch echt ein bisschen komisch, ne? Der Hamilton ist echt wirklich der Einzige, der nicht eingefroren wurde. Na, wir werden schon herausfinden, was das Ganze hier auf sich hat. Einen Blick auf die Karte, dann fahren wir nach da unten. Wir müssen aber noch zu Beda. Das heißt, wir müssen kurz mal den Rückwärtsgang einlegen. Oder wir fahren gleich dahin. Ich weiß es nicht. Was am besten ist. Keine Ahnung. Was, wenn wir hier jetzt fair fahren? Nicht, dass ich irgendwas verpasse hier. Kann natürlich auch sein, ne? Fahren wir mal. So. Okay. Gut. Dann müssen wir hier nämlich nach links zu Beda. Da ist schon mal ein Briefkasten. Checken wir auch noch ab. So. Oh, da ist auch ein Brief drin. Beziehungsweise eine Schatzkarte. Okay. Was auch immer die Schatzkarte bringt, Leute. Ich weiß es nicht. Da ist noch was weiteres drin. Brief an Marie. Liebe Marie, möge die Schatzsuche beginnen. Ich habe überall im Dorf tolle Sachen versteckt, die du finden kannst, wenn du meinen Hinweisen folgst. Hier hast du die erste Karte. Die Suche beginnt bei unserem Haus. Du bist so klug, dass du sicher alles finden wirst. Martin. Aber das ist eine nette, sehr, sehr süße Idee mit den Schatzen. Mit der Schatzkarte wollte ich eigentlich sagen. Cool. Sehr coole Idee auf jeden Fall von dem Martin. Okay, weitere Ladezeiten hier in dem Bildschirm. So. Parken wir mal. Oh, hier ist nochmal irgendwas Scheunenmäßiges. Gucken wir mal, ob wir da rein können. Ah, ist die offen? Die ist offen, okay, cool. Hier sind schon mal keine Leichen, das finde ich sehr gut. Mal was anderes. Ah, Leichen, überall Leichen, Leute. Überall Tote und überall Leichen, das macht einen depressiv. Machen wir die Petroleumlampe an. So, guck mal hier. Always strives to keep lowly temptations at bay. Obviously, Carl thought, someone in this house wasn't doing a good job at upholding the Holy Bible's teachings. Wow, okay. Warum läuft das Radio eigentlich immer? Das verstehe ich nicht so ganz. So, hier haben wir nochmal einen Kanister. Können wir mitnehmen. Wow, okay, cool. Ansonsten haben wir hier nicht wirklich irgendwas von großer Bedeutung. Oh, hier ist eine Pfütze. An aging car was parked here. Ja, hier ist so eine Ölpfütze. The notary's heavy sedan with a huge backseat large enough to fit the whole family. Okay, komm Freunde, wir gehen jetzt mal weiter ins Haus rein. Oder kurz mal einen kleinen Blick riskieren ums Haus. Oh, hier ist ein kleiner Garten. Ist aber nicht wirklich viel was gewachsen. Wow. So, hier mal durchlaufen. Da hinten ist auch, glaube ich, irgendwas. Ich bin mir nicht ganz sicher. So. Nehmen wir natürlich ein bisschen Holz mit. War's, Karls? Ich hoffe, wir haben ein bisschen Holz noch. In der Hand, beziehungsweise im Rucksack, was wir auch immer anhaben da, wie wir das mitnehmen. So, hier ist ein altes Fahrrad. Reinsteigen können wir nicht, hier können wir reingucken. Ah, die haben auf jeden Fall Kinder gehabt, ein Kinderzimmer. Carl was no burglar. He didn't need to resort to petty techniques, such as window breaking, to find his way. Okay. A good detective simply looks for keys, where gullible souls hide them. Scheiße, jetzt müssen wir noch einen Schlüssel suchen, ne?
Wo leichtsinnige Menschen Schlüssel verstecken. Wo verstecken leichtsinnige Menschen Schlüssel? Ich wüsste jetzt nicht, wo ich einen Schlüssel verstecken würde. Na, hier ist auch nichts. Gucken wir nochmal hier draußen. Im Haus irgendwo entlang. Ja, das wird auch wieder jetzt eine Suche im Heuhaufen, ne? Mit der Nadel. So. Haben wir irgendwas? Na, hier scheint ja nichts zu sein, auch so ein bisschen Müll. Ich brauche den Schlüssel zu diesem doofen Haus. Ich würde ja in echt wirklich die Scheibe einschlagen, ne? Weil ich mir denken würde, was soll der Mist? Da ist doch eh keiner mehr. Und wir sind Detektiv. Wir müssen rausfinden, was in dieser Scheune passiert ist. Mit Scheune, sage ich schon, im Haus. Klar, Scheune. Komme ich auf Scheune. So, hier scheint nichts zu sein. Am Fahrrad? Auch nicht. Hier ist ein Meer. Haben die hier irgendwas versteckt? Ah, die muss doch hier drin bestimmt sein, oder? Leer. Unglaublich. Das Ding leer ist. Das glaube ich ja selber gar nicht dran. Jetzt muss ich den Schlüssel suchen. Ich gehe kaputt, Leute. Wenn wir den nicht finden, dann können wir nicht rein. Vielleicht im Garten. Doch, müsste bestimmt im Garten versteckt sein, oder? Garten, 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 Garten. Schlüssel, Schlüssel. Schlüssel im Garten. Ja, hier ist schon mal nix. Ein Busch, der sich ziemlich auffällig bewegt. Ja? Ja, schlecht aus. Man konnte ich jetzt nichts entdecken. Die Hintertür ist auch leider verschlossen. Komm, komm, komm. Wo kriegen wir den Schlüssel her? Ja, es ist auch verdammt kalt und dunkel. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, hier rumzulaufen. Ey. Ist mir zu gruselig. So, ich glaube nicht, dass sie den Schlüssel... Oh, hier sind Fußspuren. Von den Wölfen. Gehen, folgen wir denen mal. Und dann gucken wir mal, wo wir landen. Wahrscheinlich irgendwie bei weiteren Leichen. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Plan, wo die uns hinführen. Ist hier? Okay, nichts. Hier ist ein kleiner Bach. Der noch nicht ganz gefroren ist. Die Fußspuren führen hierher. Okay, hier ist irgendwas, oder? Hier ist irgendein... Was? Hier ist eine Bierflasche. Feuer machen. Wir haben nicht mal Holz, Leute. Da geht's noch weiter. What? Ne, wir müssen den Spuren folgen. Das andere können wir gerade nicht machen. Und Karl, unsere Intelligenzbestie bzw. Sportkanone... Der ist so langsam und so unausdauernd, dass er so langsam geht, ne? Der will sich nicht bewegen. Jetzt sprintet er mal, wow. Fängt er auch mal an. So, was haben wir hier weiter? Wir gehen sehr, sehr weit vom Haus entfernt, ne? Ich sehe das schon gar nicht mehr aufgrund des Sturms. Haben wir hier irgendwas Interessantes? Nein, haben wir auch nicht. Oh, doch, eine Kiste. Eine Schatzkarte, eine weitere. Das Nummer 7 übrigens. Und eine Leuchtkugel. Das ist nicht das, was ich suche. Ich suche nämlich die Schlüssel vom Haus. Wir brauchen die Schlüssel vom Haus, Leute. Hier scheint nichts mehr zu sein, außer nur Wald, Wald, Wald. Wald, 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 Leute. Nur Wald. Und hier ist schon Wasser. Heißt, hier geht's nicht weiter, aber hier ist ein kleines Zelt. Finden wir hier den Schlüssel? Ah, die Sachen können wir komischerweise alle einsammeln. Aber wenn wir ein Stück Holz brauchen, funktioniert das nicht. Da liegt nochmal eine Schaufel drin. Hier gehen die Fußspuren weiter von den Wölfen. Aber hier enden sie auch. Beziehungsweise die gehen hierher. What? Was ist denn hier los, ey? Ich glaube, wir laufen gleich den voll in die Arme, beziehungsweise vor die Füße. Hier gehen sie weiter, die Spuren. Haben wir was Schießmäßiges dabei? Haben wir. Noch drei Schüsse.
Aber ich muss erstmal die Taschenlampe rausholen. Sonst sehe ich die Fußspuren nicht mehr. So, wo sind die Fußspuren? Hier. Immer irgendwie den Wölfen folgen. Ich weiß nicht warum, ne? Na, wo seid ihr denn? Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal nochmal einen neuen weiteren Ladebalken. So, haben wir da unten irgendwas? Ne. Dass die noch nicht zugeschneit sind, die Spuren. Scheiße, ist das weitläufig hier. Ist eindeutig zu weit für Karl. Der ist halt nicht so der Sportler. Ist schwierig mit dem. Ich weiß, ich habe keinen Plan, wo wir sind. Wir laufen und laufen. Und finden irgendwie nichts. Was haben wir hier? Eine Brücke. Brücke, sag ich schon. Anlegestelle. Gehen wir mal durch komplett und dann nehmen wir wieder die Fähre. Die Fähre, die nicht da ist. Die Fährte auf. Da ist aber ein Boot, was anlegt. Okay, das ist aber irgendwie kaputt. Scheint mir jedenfalls so. So. Na komm schon. Ach komm. Ach was, Karl, du bist so ein fauler Hund, wirklich. Karl ist wirklich mega faul. Der läuft kaum bis gar nicht. Da hinten ist ein weiteres Haus. Ich frage mich gerade, wo wir angekommen sind. Nee, ehrlich jetzt, wir sind doch nicht beim Gemischtwarenladen, oder? Nein, wirklich jetzt? Oh mein Gott, so weit sind wir gelaufen? Ach du Scheiße. Wow. Extrem weit sind wir gelaufen, Leute. Hier ist der umgekippte Baum tatsächlich. Da können wir jetzt mal das Schneemobil holen. Die sind nämlich hier direkt um die Ecke, bevor ich jetzt wieder komplett zurücklaufe. Das müsste dann doch ein bisschen schneller sein. Ich hole das am besten, Freunde, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Kona.